Hallo Liesen! Hallo! Heute gibt's mal ein etwas anderes Video von mir bzw. von uns, nämlich ein Fashion-Video. Also wir waren ein bisschen bei H&M und haben ein bisschen im Sale geshoppt, also ein paar reduzierte Klamotten gekauft. Oh yeah. Und wir wollen euch die gerne mal zeigen. Also viele Sachen gibt's auch noch, auch bei H&M online ist unglaublich viel reduziert. Also da werdet ihr bestimmt die Sachen auch finden, die wir euch jetzt hier zeigen. Und ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Und wir sitzen hier übrigens schön im Garten draußen, deswegen ist alles heute so schön grün. Oh yes. Fängst du an? Ich fange an. Warte, ich weiß nicht, womit ich anfange. Ich fange damit an, weil da um diesen süßen Pullover bin ich jetzt schon seit Wochen drumherum schlawenzelt. Übrigens seht ihr dann auch mal, was wir voll für verschiedene Modestile haben irgendwie. So, ich weiß nicht, sieht man das? Ja. Also der hat hier unten so eine ganz schöne Spitzenbotte irgendwie, so ein bisschen zibbelig. Ist ein ganz dünner Stoff, also echt super schön. Hat original 9,99 € gekostet, ist natürlich auch nicht viel, aber ich kaufe irgendwie nie Klamotten im Sale. Auch weil ich jetzt, ich kaufe nie Klamotten im Original zum Originalpreis, jetzt haben wir's, sondern immer nur im Sale, wenn die dann so 3, 5, 7 Euro kosten. Weil ich immer so ein kleiner Sparfuchs bin. Außerdem ja, und man denkt sich dann immer, wenn die noch zum Regulärpreis steigen, denkt man sich immer, ach, ein paar Wochen sind die sowieso reduziert. Richtig. Deswegen bin ich da auch immer zu geizig, irgendwas für einen regulären Preis zu kaufen. Nee, und dieser Pullover ist aus dieser Coachella Collection, also von diesem Coachella Festival gab es irgendwie von H&M so eine Kollektion. Mhm. Und die fand ich sowieso mega schön. Und diesen Pullover, den fand ich so toll. Und jetzt hat er nur noch 5 Euro gekostet, deswegen musste der mit. Größe? Ach ja, Größe M. Größe L war ein bisschen groß bei mir. Größe M ist so, da ziehen sich dann schon ganz schön die Blümchen auseinander, so, aber fand ich irgendwie besser als L. Sah irgendwie besser aus, weiß auch nicht. Und das ist so ein bisschen so dieses Blau, so dieses typische Zwiebelmusterblau auf so Porzellangeschirr. Das sieht so ein bisschen porzellanmäßig aus irgendwie. Das ist auch Porzellan. Nein, das ist einfach diese Farbkombination, dieses Weiß und dieses Porzellan. Geschirrblau. Und dann Gardine. Ich habe einen DDR-Pullover hier ergattert. Nee, aber ich finde ihn auch schön. Ich finde den echt. Und der ist, ich weiß nicht, den kann man sogar im Sommer anziehen. Jetzt vielleicht nicht bei den kommenden 32 Grad. Ja, der ist relativ großmaschig. Also, was heißt großmaschig, aber da. Oh, dein Finger sieht aus. Ja, aber da kommt halt sehr viel Luft durch quasi. Ich hatte Prüfungswoche, ich musste knaubeln, leider. So, mein erstes Produkt, sage ich mal. Sagt man Produkt bei Kleidung? Ja. Jedenfalls, mein erster Artikel sagt man, ne? War eigentlich nicht aus dem Sale, aber war trotzdem voll günstig. Und zwar ist das eine schwarze Jeans. Ich suche schon ewig einfach mal eine schwarze Jeans, die nicht so teuer ist. Und irgendwie bin ich überhaupt nie fündig geworden. Jetzt habe ich endlich mal so eine von H&M gefunden hier, die es immer für 9,99 € gibt. Und die ist auch relativ schön, weil die so ein bisschen Elastan drin hat und dadurch halt nicht so hart ist. Ich mag das nicht, wenn Jeans so total hart sind. Die fühlt sich halt ein bisschen weicher an. Und wie gesagt, 9,99 € stinknormale schwarze Jeans, die ist unten nicht ganz eng. Also ich habe es eigentlich lieber, wenn die halt richtig eng ist an der Wade und an den Knöcheln. Die ist ein bisschen weiter, aber ich habe mir überlegt, dass man die einfach noch dann so ein, zweimal umkrempeln kann. Da geht das. Ist ja sowieso super modern, immer alles umzukrempeln. Genau, das ist jetzt Größe, wo ist denn überhaupt der Dingsi? Oh, hier ist gar kein Dingsi mehr dran. Steht das nicht denn? Warte mal. Warte hier. Ich glaube, die gehen auch nur bis 44. Ach ja, eine 34, 32, also 34 entspricht ja der Größe 44. Das heißt, 44 ist bei denen auch die Größe, die passt aber ziemlich gut eigentlich. Und ja, sehr, sehr angenehm, sehr schön weich. Und das war auch die letzte, denn von den Schwarzen ist die nach 34 auch immer ausverkauft bei uns. Ich weiß nicht, da finde ich die nie. Und wie gesagt, ich war jetzt so lange auf der Suche mal wieder nach einer schwarzen Jeans, weil meine immer so schnell verschleißen. Also entweder bleichen die total aus oder, weiß ich nicht, sehen nach einer Zeit total scheiße aus. Und meine letzte habe ich jetzt zerschnippelt. Und jetzt habe ich endlich wieder eine und 9,99 € für eine schwarze Jeans ist ja wirklich ein Top-Preis, würde ich sagen. Aber ich bin mal gespannt, weil ich hatte auch immer diese 9,99 € Jeans und bei mir haben die nach einer Zeit lang immer so Knubbel auf dem Stoff gemacht. Also nicht so richtig Pilling, wie man es vom T-Shirt kennt, sondern es war dann irgendwie so ganz knubbelig. Ganz. Aber ich habe auch noch zwei andere Jeans von H&M für 9,99 €. Die habe ich bestimmt jetzt schon 4 oder 5 Jahre und die sind immer noch okay. Also von daher, na gut. Mal schauen, wie die so ist. Aber ich liebe schwarze Jeans, die machen so schön schlank. So, es geht weiter mit meinem Schnapper. Mint. Warte. Oh, mich piekt's. So rum ist es richtig. Ein schönes T-Shirt. Also es ist jetzt mintgrün, man sieht es gerade nicht so doll. Ist ein bisschen kürzer. Ups. Hat hier so lustige Flatterärmelchen. Und hinten einen spitz zulaufenden Rückenausschnitt, den man nicht so ganz gut erkennt. Aber egal. Es hat auf jeden Fall 3 Euro gekostet. Gesenkt von 8 Euro.
musste ich natürlich zuschlagen. Auch Größe M. Hat auch einen ganz luftig, angenehmen, weichen Flatterstoff. Perfekt für den Sommer eigentlich. Und ja, da konnte ich nicht dran vorbei. Außerdem ist das so eine schöne Pastellfarbe. Aber das hat diese komischen Querstreifen im Stoff drin. Und das verzieht sich bei mir immer. Immer wenn man die gewaschen hat, ich hatte auch schon mal so ein paar Tops, die werden dann auch so knubbelig und die verziehen sich nach dem Waschen immer. Also da bin ich auch mal gespannt, was das aushält. Ja, mal schauen. Ich hoffe bloß, dass ich nicht so schnell Löcher hier reinkriege, weil ich habe letztens auch bei H&M so ein ähnliches Top geholt in rosa. Und da hatte ich dann nach dem ersten Mal waschen gleich hier neben der Naht ein Loch. So ein kleines Mini-Loch, aber es war ein Loch. Und ja, ist ja immer das Problem irgendwie bei den H&M-Shirts. Übrigens, ich gucke auch mal im Online-Shop, wenn ich die Klamotten dort sehe bzw. finde, verlinke ich euch die alle in die Infobox. Denn ich habe jetzt nämlich auch noch einen Artikel aus dem ganz normalen Sortiment. Siehst du, da habe ich sogar zwei Sachen gekauft, die nicht reduziert waren. Hey, was ist hier los? Aber gut, es war auch nicht so teuer. Und zwar so eine Flatterhose. Eigentlich sieht das bei mir immer voll scheiße aus. Ich weiß nicht, ich finde mal, bei anderen sieht das ganz cool aus und bei mir sieht es immer komisch aus oder man sieht die Zellulite oder sonst irgendwas. Ich muss aber sagen, dass die hier echt schön aussieht und ich mag hier auch voll dieses Muster, das hat so eine Blumenornamente oder sowas und die ist dunkelblau mit weiß. Ein bisschen orientalisch. Und was ich hier halt cool finde, ist, dass die unten so einen Gummibund hat, denn ich mag das halt nicht, wenn die unten dann so schlapperig sind und dadurch, dass hier diesen Gummibund hat, fällt das dann halt so schön lässig in sich zusammen und die ist halt super gut für den Sommer jetzt, wenn es heiß ist, weil die echt so mega luftig und flatterig ist. Und das ist jetzt die Größe, Größe L und die kostet 14,99 €. Ja, jedenfalls finde ich die ziemlich gut, sieht bei mir gut aus, man sieht keine Zellulite und was ich auch noch immer finde, also ich habe schon oft solche Flatterhosen anprobiert, da hat man das immer so schwabbeln gesehen, also meine Oberschenkel sind halt nicht besonders fest und so und es sah halt immer scheiße aus oder der Arsch war halt so schwabbelig. Na. Und das sieht man hier aber in dieser Hose nicht und ich finde die ist sehr, sehr vorteilhaft für Menschen, die ein bisschen üppiger gebaut sind, sage ich mal. Also sehr schön, gibt es noch im Standardsortiment, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, you are on the row. Ich bin dran, warte. Ich muss kurz überlegen, womit ich weitermache. Ist doch egal. Nimm irgendwas. Zeigst doch eh alles. Ganz schwere Entscheidung. Ich glaube, wo ist hier hinten und vorne? Das hier fand ich sehr schön. Auch ein Kleidchen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es richtig zeigen soll, damit man irgendwas sieht. Es hat hier wie so ein Latz. Aber ich habe auch gerade jetzt im Moment so ein Latzkleid an. Ich finde das ganz schön. Hier so einfach so quasi gestanzte Muster drin. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall unten und oben in so einem Cremeton. Und gekostet hat das 10 €. War gesenkt von 25 €. Finde ich ganz gut. 10 € war schon so grenzwertig für mich. Habe ich echt gesagt, dass die Hose 14,99 € kostet? Ja, hast du. Ah, okay, gut. 10 € sind schon ein bisschen grenzwertig für mich, weil ich ja sonst immer so auf 3 und 5 und 7 € gucke. Aber heute war mir das egal, ich war heute voll YOLO unterwegs. Denn ich kann mir endlich mal wieder was leisten, muss nicht mehr für einen Laptop sparen, da ist alles gut. Habe ich heute gleich mal 30 € ausgegeben. Hast du jetzt schon einen Laptop gekauft, oder? Nein, aber ich habe das Geld komplett zusammen und lege das jetzt erstmal noch weg und suche jetzt nach einem Laptop. Okay. Yes. Genau, Größe 38, aus welcher ist aus H&M Divided? Ja, weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich finde es schön. Auch. So, ich habe auch endlich mal ein Kleid gefunden, was bei mir keine übelst behinderte Figur macht, weil ich sehe in allen Kleidern wirklich immer furchtbar aus. Entweder sie betonen meine, also ich habe halt wirklich starke Hüften, sie betonen entweder meine Hüften oder meinen Kastenarsch oder sie sitzen halt total unvorteilhaft, weil die immer hier so einen Gummibund haben, meistens die Kleider. Und dadurch betont das bei mir immer alles mega unvorteilhaft. Und jetzt habe ich hier so ein Kleid gefunden. Das hat zwar 20 € gekostet, vor allen Dingen ist es total wenig reduziert. Das hat vorher 24,99 € gekostet und wurde nur auf 20 € reduziert. Das ist wirklich ein bisschen mau, muss ich sagen. Aber ich war so glücklich, dass ich mal so ein Kleid gefunden habe, was mir wirklich steht und was meine Figur ein bisschen vorteilhaft erscheinen lässt. Da musste ich das einfach mitnehmen. Und zwar ist das so ein, das kann ich jetzt gar nicht zeigen, aber ihr seht es ja dann getragen, ist das so ein Maxi-Kleid. Es ist sehr lang. Es ist wirklich sehr lang. Es hat ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Muster aus schwarz-weißen Ornamenten. Hier vorne hat es wirklich auch einen sehr schönen V-Ausschnitt und hinten ist das so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Überkreuz-Style quasi oder ist sogar so ein Überkreuz-Style, wenn man hier so guckt. Yes, ja. Mit so einem Rückenausschnitt ein bisschen. Und genau, es hat hier, es hat hier auch so einen leichten Bund, aber es betont halt nicht so unvorteilhaft meine Figur, sondern es ist wirklich sehr, sehr schmeichelnd. Ihr seht das ja dann auf den Bildern und ich habe mich sofort in dieses Kleid verliebt und musste das haben, auch wenn 20 € bei mir wirklich noch ein bisschen wehtun. Aber wenn ich schon mal ein Kleid finde, was mir wirklich steht, dann kann ich das da nicht hängen lassen. Also das fand ich wirklich richtig, richtig toll. Ach ja, und die Größe ist die L.
Okay, dann mache ich auch weiter mit einem Gleit. Ein Gleit mit Gleit. Nee, weil ich brauchte irgendwie mal neue Kleider, weil ich irgendwie... Ich habe zwar ganz viele Kleider im Schrank, aber das sind alles nur so Ballkleider und festliche Kleider, die man halt so im Sommer nicht anziehen kann. Ich habe mir die Haare selber geschnitten. Ich gucke gerade im Display, ob die schief sind. Naja, egal. Ja, keiner. Ja. Das finde ich voll schön. Das macht bei Caro auch eine richtig, richtig gute Figur, finde ich. Das ist auch sehr, sehr vorteilhaft. Was mich vorhin bloß ein bisschen gestört hat, ist quasi, dass direkt im Dekolleté nochmal so eine vertikale Naht ist. Also direkt irgendwie so zwischen Brüsten. Ich habe das irgendwie gesehen. Ich fand das irgendwie störend, aber ich habe es dann trotzdem genommen. Vor allem, weil es ja nicht ordentlich genäht ist, weil hier das nicht aufeinander geht. Siehst du das, der Stoff? Ja, sie näht selber, deswegen fällt ihr sowas auf. Mir fällt sowas überhaupt nicht auf. Nee, weil, guckt. Warte. Hier dieses Weiße, das trifft nicht. Brauchst du nicht ranhalten, weil damit so ja, Entschuldigung. Dieses Weiße, das trifft nicht aufeinander und das stört mich so ein bisschen. Also wenn's, aber was soll man erwarten für so wenig Geld? Ne? Eben. Und ich denke, die... Wie viel hat es gekostet? 5 Euro hat es gekostet. Aber es hat vorher 9,99 Euro gekostet. 10 Euro hat es im Original gekostet. Das finde ich aber auch nicht so teuer für das Kleid, irgendwie 9,99 Euro. Nö, ist wirklich nicht teuer. Also zumal das halt auch so ein schickeres Kleid ist, was man irgendwie auch zu so einem schickeren Anlass tragen kann. Nee, finde ich eigentlich nicht, weil es eher so ein billiger Stoff ist. Ja, aber ich finde durch das Muster sieht das schon irgendwie auch edel aus. Nee, also bei ASOS würde das unter Skaterkleid stehen. Okay. Ich finde es trotzdem schick. Ich würde es auch zu irgendwas schicken anziehen. Und es hat auch so einen V-Ausschnitt hinten und vorne. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja. So, und mein letztes Produkt, mein letzter Artikel ist eine Hose, die ich auch richtig cool fand. Und zwar ist das diese hier. Die sieht mega riesig aus. Die ist auch voll riesig. Die ist mir auch eigentlich zu groß, denn das ist die Größe XL. Aber L gab es nicht und M war mir schon wieder nicht luftig genug. Und zwar hat die so einen ganz coolen Stoff. Das sieht aus wie solche Knötchen, halt so in schwarz-weiß. Und geht halt unten so, also nicht gerade runter, sondern wird ein bisschen schmaler. Und die sitzt halt super, also super luftig und super locker. Und ich finde, die sieht sehr, sehr cool aus und ist eigentlich auch gar nicht so unvorteilhaft für so eine locker sitzende Hose, sondern finde ich, macht eigentlich auch eine ganz gute Figur. Und ich finde die halt super schön. Ich muss mal schauen, ob meine Schwester mir da noch ein Stück Gummi oder sowas einnäht, damit die oben nicht ganz so weit ist, denn ich muss schon ein bisschen gucken, dass die mir nicht runterrutscht. Aber wie gesagt, ich wollte halt, dass die so luftig und locker sitzt, denn da sieht man, also das ist auch sehr dünner Stoff, man kann hier so durchgucken, schau mal. Man kann durchgucken, er sieht dicker aus, als er im Endeffekt ist. Und wenn sie dann halt wirklich locker sitzt, kann ich sie mir auch echt gut vorstellen, so wenn es warm ist, weil sie dann halt doch sehr viel Luft an die Haut lässt. Und bei der zweitnächst kleineren Größe, was dann die M gewesen wäre, saß die mir schon wieder halt zu fest an der Haut und dadurch wäre es halt mega warm gewesen. Und ja, dieses Lockersitzende fand ich echt super schön. Also hier vorne wirft die so ein bisschen Falten quasi, dann hat die hier noch so Taschen, ne? Ja, die hat Taschen mit so Ledereingriffen, die hat auch hinten nochmal hier Taschen, allerdings ohne Leder, also am Arsch, aber das sind auch nur Attrappentaschen quasi. Vorne die Taschen sind echt, kann man wirklich reinfassen. Und ja, ich fand die einfach super schön und für den Preis musste ich die mitnehmen. Die war gesenkt von 19,99 Euro auf 7 Euro und hallo, 7 Euro, also ich meine, da kann man echt nicht meckern. Und ja, habe ich quasi mir zwei so coole, luftige Sommerhosen gekauft und ich bin irgendwie so ein bisschen verliebt in die und hoffe, dass die ganz gut sitzt und dass ich die nicht beim Laufen verliere, weil oben der Bund halt echt ein bisschen weit ist. Aber naja. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem letzten Stück. Ist das auch ein Kleid? Nein, das ist ein Jumpsuit. Ach ja, stimmt. Und der ist auch aus dieser, oder? Ach nee, weiß ich nicht. Der ist von H&M Divided. Und in den habe ich mich so verliebt. Den hatte ich vor einem Monat oder eineinhalb Monaten nochmal an. Aber da war ich ja noch so in der Sparphase und da hat er auch noch 15 Euro gekostet. Hier vorne. Ist so spitze. Nee, na, das ist doch, ja hinten. Ach, das ist hinten. Das ist hinten und das ist vorne. Und hier ist halt spitze drin. Überall spitze, vorne spitze, hinten spitze und dann nochmal hier. Alles spitze, der Jumpsuit ist spitze. Ein spitzen Jumpsuit, ja. Sag ich euch. Und hier dann halt noch so Stoff, um die Brüste zu bedecken. Ja. Ach, wer braucht schon Stoff, um die Brüste zu bedecken? Also das hätten sie nur weglassen können, ne? Nee, auf jeden Fall. Ich finde den so schön. Der hat jetzt 7 Euro gekostet, gesenkt von 14,99 Euro, also 50% Preiserlass in Größe M. Und ich hatte ihn echt schon mal an und dachte, ach nee, 15 Euro sind ja noch zu viel. Und jetzt hat er 7 Euro. Die armen Studenten immer, die können sich nicht leisten. Ich hab vor 3 Tagen echt noch aus dem letzten Loch gepfiffen. Ich hatte 6 Euro auf dem Konto und musste erstmal meine ganzen Pfandflaschen zurückbringen, damit ich noch irgendwie über die Runden komme. Ja. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich so viel in Essen und so investiere, weil ich halt so Bio kaufe und ein bisschen darauf achte und Obst und Gemüse und so,
kaufe ich halt auch selten Klamotten und wenn dann nur im Sale. Und ich weiß auch gar nicht, wann ich mir das letzte Mal so richtig Klamotten gekauft habe. Außer vielleicht mal so ein Teil, was auch irgendwie reduziert war. Aber so richtig shoppen war ich irgendwie auch schon übelst lange nicht mehr. Und wir sind jetzt auch keine Girls, die halt irgendwie fünfmal im Monat bei Aces und Co. bestellen. Das könnte ich gar nicht, ey. Mein Geld ist aber so schnell alle. Ich habe auch so wenig Platz für Klamotten, deswegen habe ich gar nicht so viele, weil ich die gar nicht unterbringen kann. Nee, aber für mich war das halt wirklich so ein bisschen Balsam für die Seele nach. Ich habe jetzt, glaube ich, ein Jahr auf meinen Laptop gespart, die ganze Zeit immer echt mein Geld zusammenhalten müssen und jetzt ist das Geld endlich angehäuft und jetzt kann ich ein bisschen wieder was ausgeben und dann halt 30 Euro. 30 Euro, 5 Teile, im Schnitt 6 Euro, finde ich eigentlich echt. Ja, bei mir hat halt das Kleid zu Buche geschlagen. Ich habe insgesamt für die 4 Teile 51 Euro, glaube ich, bezahlt. Ja, die 20 Euro fürs Kleid sind dann natürlich schon nicht ganz so günstig, aber dafür ist die Jeans mit 10 Euro und die Hose mit 7 Euro wirklich ein Schnäppchen gewesen, finde ich. Und ja. Selbst wenn das Kleid 20 Euro kostet, wenn es dir halt gefällt, ja, und eben, dann eben. Es ist halt wirklich einfach mal ein Kleid, was wirklich gut aussieht an mir. Es gibt einfach so selten, dass ein Kleid bei mir gut aussieht, deswegen musste ich es halt einfach mitnehmen. Das war's zu dem Video. Uns wird auf jeden Fall interessieren, welches Teil ihr am coolsten findet, was euch bei uns beiden am besten gefällt, was ist euer Favorit. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare und wir freuen uns auf euer Feedback. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon von uns. Genau, das war's dazu. Sommertag. Ja, und Seppel sitzt gerade hier neben uns. Dreht uns einen Arsch zu. Ja. Aber er wollte unbedingt hier bei uns sitzen. Also er ist, glaube ich, ganz glücklich, dass wir gerade mal so im Garten sind. Ja, gut. Also das war's dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall auch über eine Bewertung für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr sowas vielleicht auch öfter mal sehen wollt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, euer Favorit von uns beiden, also welches Teil gefällt euch am besten, in die Kommentare. Und ja, das war's dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bis dann. Hallo Liesen. Ich dachte mir, ich starte mal eine neue Reihe. Und zwar soll die heißen Teuer versus Günstig. Und heute möchte ich zwei Produkte miteinander vergleichen, die beide noch relativ neu auf dem Markt sind und auch einen gewaltigen Preisunterschied haben. Und zwar geht es einmal um die Philips Visa Pure Gesichtsreinigungsbürste und um die Rivaldent Loop Clean & Care Gesichtsreinigungsbürste.